So, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 28. September. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. So, Montag. Wir gucken auf den rechten Bildschirm. Da haben wir ein Gap. Wir sind bei 12.663. Das bedeutet, wir gehen erstmal auf das obere Level. Das wäre bei 12.707 und 12.692 würden wir short gehen oder die andere Big Number, falls der Markt runter will und das Gap schließen. Das Gap liegt bei 12.500. Wie immer morgens schauen wir einmal auf die Vergangenheit, nämlich an dem Freitag 46er Box, 52er Box, 31er Box. 70er, 67er Box, 39er Box. Also da war am Freitag nichts zu holen. Wir haben die Big Number platziert. Die Vola Boxen am Freitag. So, da nehmen wir weg. Freitag ja kein Trading gewesen. So, wir sehen hier die Vola Box. 1, 2 in den Gewinn, 3 in den Gewinn. Also da waren einige gute dabei. Ihr seid alle gut reingekommen. Ihr seht den Christoph gerade hier im Hintergrund mega Arbeit gemacht hier mit unserer neuen Internetseite mit Alex zusammen. Also wahnsinnig, was die gemacht haben. So, das heißt, die Box haben wir platziert und jetzt gehen wir einmal in die Tagescharts rein und fangen heute an mit Gold. Am Donnerstag hatten wir ja gesagt, 38er Retracement liegt bei 1800. Wir nähern uns diesem Retracement, wechseln dann den Markt und gehen in den DAX rein, sehen, dass der DAX nach dem Abverkauf hier beim 200er gleitenden Durchschnitt, 200-Tages-Durchschnitt gehalten hat und am Freitag eine Umkehr eingeläutet hat. 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 12.300. So, das ist jetzt erstmal für uns eine Marke und das ist dann auch eine Unterstützungszone, die sehr gut hier gehalten hat. Wir zeichnen die jetzt mal in grün ein für unsere morgendliche Kontrolle. Also da liegt jetzt die Unterstützung aktuell 12.317 aus der Rubrik Kaffeesatzleserei, weil uns ist das ja egal. So. Dann gehen wir aber trotzdem einmal in den Dow Jones rein. Ich öffne hier den Chart, Vorlage, gehe rechte Maustaste und gehe auf den Tagesstrategie Pro. Sehe auch hier, oder wir sehen auch hier am 200-Tages-Durchschnitt im Dow Jones hatte sich die Zähne erstmal ausgebissen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 26.000. 499. Und wenn wir jetzt die Sonne mit Sonne vergleichen, haben wir das Minimum an Korrektur, nämlich 23,6. Je kürzer die Erholung, desto stärker der vorige Trend. Und wenn der Markt jetzt hier in das bullische Szenario wieder wechseln möchte, wissen wir hier am 200-Tages-Durchschnitt. Was wir aber sehen, ist, dass die gleitenden Durchschnitte sich langsam zusammenziehen und meistens dann kommt es nochmal zu einer etwas größeren Entladung. Ja, durchaus denkbar. Wir schauen uns die Nasdaq einmal an. Technologiesektor. Und hier sehen wir, dass auf dem Tageschart die Nasdaq am 100er-Tagesdurchschnitt gehalten hat. Und das ist dann die Unterstützung hier. In diesem Bereich 200er Tagesdurchschnitt liegt bei 9.858. Fibonaccis sehen wir hier am 23.38 hat er gar nicht mehr geschafft und es kommt eventuell morgen oder übermorgen zu einem Gegensignal. Das ist der kurze Einblick in die Charts. Wir blicken einmal auf die Wirtschaftsnachrichten. Aber meistens kommt montags nicht so viel.
Lagarde spricht um 15:45 Uhr. Also Lagarde spricht um 15:45 Uhr. Ansonsten ist alles entspannt. Dreiunddreißig Sekunden noch. Die erste Box wird voraussichtlich eine Vola-Box werden. Ich gehe mal auf den Minutenchart. So, 9 Uhr. Die Vola-Box ist einmal bei 12.706. Das heißt, wir nehmen die Big Number raus und gehen auf die Vola-Box. Das wird dieses Niveau sein. 12.706 gehen wir long, 12.691 gehen wir short und wir gehen hier unten auf das untere Level mit der Big Number. Und wenn wir jetzt hier hochkommen, ich mache das mal ein bisschen größer. Der Kurs in diesen Bereich jetzt reinläuft, wird die Box aktiviert. Siebenundsiebzig sind wir. Und wir stehen kurz vor dem Einstieg. Zwölf sechs einundneunzig Short oder 12.706 Long. Die unteren Vola-Boxen finden wir einmal um den Daily Pivot, der für heute bei 12.521 angezeigt wird. Pending So, Box ausgeführt. die Pending Box ist jetzt beim Broker. Das heißt, wenn der Kurs jetzt diese grüne Zone verlässt, sind wir auf jeden Fall mit dabei. 12.691 Short oder 12.706 Long. Okay, der erste Trade wird der Short Trade sein, 12.691. Die zweite Order, beziehungsweise auch die Gegenorder, liegt bei 12.706,95, also knapp bei 12.707, ist mit dem Faktor 3 jetzt multipliziert. So, und der erste Trade für heute ist in den Gewinn gelaufen, auch für unser Video Tagebuch. Wir aktivieren nochmal die Box. Ja, meine Damen und Herren, das war der Eröffnungstrade. Kurz und schmerzlos. Heute war es die Vola-Box. Ja, wir machen jetzt weiter. Ihr seht, wir haben jetzt schon die nächste Order wieder platziert. Wenn ihr Lust habt, 10, 30 Tage Gastzugang, einfach auf unsere Seite gehen. Traders Club 24 findet ihr auch unter dem Video. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche, wenn ihr Lust habt, morgen denn wieder oder live, ja, einfach bei uns sich einloggen und dann seid ihr dabei. Also gute Trades, bleibt gesund und dann bis morgen.